Willkommen zur mentalen Gesundheit. In dieser zweiten Satz vom Podcast wollen wir Eva Messbruck in ihre verschiedenen Orte reden. Wir sind Orlando Epp, Darlene Friesen und Egon Sawatzki von Sanatorio Luz y Vida in Kolonie Sommerfeld, Paraguay. Du kannst uns ein YouTube finden und ja mentale Gesundheit oder uns über WhatsApp schreiben +595 975 333 777. Wir hören hier eine Frage oder Kommentare. Dit is de tweede deel, wo wir über sexuellen Missbrauch reden wollen. En wenn die noch nicht den ersten Teil gehört haben, dann will ich Ihnen einladen, erst den Teil zu hören und dann dessen. Aber hier geht das Thema dann wieder. Was ist die Schade, was man in der Lage hat, bei Kindern oder bei Menschen, die sexuell missbraucht worden sind? Ja, wenn man an Schade denkt, dann denkt man meistens auch an ein Trauma. Was dort hängen hat, ein Trauma ist sie dann, wenn irgendwas in der Person weht und du kannst einfach nichts dafür. So, die Person, die ist, die kann sich nicht wehren, die kann auch nicht wegrennen, die ist gefangen in dort, wo der Krieg passiert. Und so, erst hat er gefragt an die Victima, dass es dann da bleibt, dass sie gefangen ist. Die, falls ist es, wenn irgendwer er wird gestohlen hat, und sei nicht mehr die Person ist, was sie vorher war. Ist dort, wo du meinst, wenn du sagst, dort ist was fehlt? Wenn dort meinst du dann nicht am Chart, was fehlt, aber eine Person bin. Ja, eine Identität, würde man dann sagen, die Person hat einen Teil von ihrer Identität verloren, oder die ist gestört worden. Und diese Person hat dann in diesem Ganzen, in ihrer Vase, in ihrem Grund, System von Mensch, würde man sagen, eine große Würde verloren. Und dadurch auch viel Wertgefühl verloren, viel Sinn im Leben verloren, in der Hinsicht, dass sie nicht Sinn sieht in ihrem Leben. Und ja, das wirkt sich ab jeder Person nochmal verschieden aus. Trotzdem ist das ein sehr starker Angriff in der Person, ja. Den Schuhe, wo das hängen lässt, hat dann mal damit zu tun, wo der Umgehend damit umgeht. Der Umgegangen ist. Ja. Hat der Schutz die Träge vor nur dem, oder hat er sich jahrelang damit rumgedrückt und konnte niemals nicht irgendwas sein. Auf jeden Fall sieht man dort, dass das Schuhe bringt im ganzen Entwicklung von dieser Person. Ja. In der Zukunft hat einen sehr großen Anschluss auf ihr Leben. So, man wird nicht bloß sagen, soll die benennen die mal anders, und dann wird der Mensch sich anders benennen, und dann ist vor dich. Aber das ist wirklich so eine Entwicklung vom Mensch und seine Identität, also er Identität ist, die sieht, es dann gestiert, du hast es wird kaputt geworden. Ja, und das wird auch nicht vor zwar gesund, nur einem Gebet oder nur einem sei ich für jeden Täter, sondern es fehlt, hat viel mehr Absicht als dort, was er heute wollte. Ja. Ich überlege gerade ein Betmann, wie dort von der Perspektive von der Beziehung, von der Bindung auch Bet betrachtet, dann ist es auch so, wie seht ihr im Film, Podcast dort sehr folgen, es irgendwer von der Familie kann der Täter sein, ne? So, für das Opfer bedeutet auch, wenn er zum Beispiel der Vater gewesen ist, endlich soll der Vater dafür sorgen, dass Sicherheit da ist, dass man sich geborgen fühlt. Und die Fuente von Sicherheit ist dann nicht mehr eine Sicherheit, aber du kriegst dort jeden Tag. Das ist von Trauma, von irgendwas schlechtes, den Mensch, dem Kind Schade an der zum Beispiel. Ja, ich komme nochmal darauf zurück, was ich auch sehe. Die Vase ist dann sozusagen gestiert, ja, in der Identität von dieser Person. Und was ist die Vase? Man muss sagen, die Vase ist das Urvertrauen, was ein Mensch hat. Mhm. Wenn man geboren wird, wird man mit einem Vertrauen geboren, ab dem Menschen, was für die verantwortlich sind. Mhm. Mhm. Ja, und dann hast du automatisch ein Vertrauen zu den Menschen. Mhm. Ja. Und nun ist es
aber durch irgendwem versteht wurde, und diese Person bekommt nicht mehr nur irgendwem vertraut. Ja. Und sie fühlt sich dann allein, isoliert, fragen uns, diese Person, und hat so eine große Scham in sich, mhm. und denkt bloß immer, sie ist anders aus der ganzen Welt rum. Ja, mhm. ja? Und viele Mal die Riebe, die nicht mal trägt ab diesem Erlebnis, sondern die Menschen, die bewegen sich so in der Welt, eignen sie anders als der Rest von der Welt. Ja, okay. Und ich kann nicht sein, was da wirklich passiert ist. Ja. Wenn es momentan vielleicht mal vier hat, oder? Musst du es sagen, oder? Nein, doch, doch darum, was wir im Mission-Programm reden, ja, mentale Gesundheit. Und da brauchen wir ein Beispiel von Störung. Und das sieht die Bürokratie. Und du wirst was versteht. Du was versteht, was war ich eine selbe Bestörung als eine Vertrühe und dann selbst von dem Wort von einem Menschen. Wenn du das nicht jetzt nie hast, ich oder ab der Bühne oder zur Seite alles gut mit einem schönen Übermacher, dass alles fein wird. Ja. So, der Schuld, der bleibt dann auch im sie hören oder im Verstand von Menschen, weil ich will, wenn das hier plötzlich sei. Aber bleibt aber im Kopf vom Mensch, und das ist dann ein Risiko, dass das mentale Störungen gibt in den Kopf. Und mentale Störungen reden wir dann von Anxiety, von Depression, von Sachen, wo eine Fehlentwicklung in dieser Person dann. Die Hirn hat sich dazu gewarnt, Dollar Alerta, sage ich auf Spanisch, zu sein. Und sehr abgepasst, die ganze Zeit. In all den Jahren, wo sich das Gehirn dann entwickelt hat, es hat immer mit diesem da in ja, und das hat sehr abpassen, ich muss sehr abpassen. Und dann wird Angst, wird sehr, sehr große Angst dann. Und die Angst, das kann übertrieben sein. Nein. Kann dann wohl sehr groß sein und wohl sehr klein. Das ist dann nicht mehr in der rechten Linie. Und auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass mehr und mehr Menschen sich vielleicht nicht befreien. Und eine von den Hauptursachen ist mehr und mehr, nicht einmal, aber es kann sein, ein Missbrauch von Kindheit oder Ella, um diese Person einfach angsthaft mit Vertrauen ist, und sich dann nicht will verleben an einen Jungen oder einen Mädel. Eine andere Ursache ist auch noch, dass wir schon dachten, wie mehr von sowas aus Homosexualität, lesbische Verhältnisse. Und wenn wir mit der Benentik in der Sache ist, eine von der Hauptursachen ist Missbrauch. Wo diese Sorge benehmen und Missbrauch, was ist sie beschrieben als live und antreitend. Und dort haben wir es gesehen, was dann sehr versteht, die Person, die Identität. Und so geht es ein sehr Thema, wo wir sehr well umgehen mit viel Respekt. Und vorsichtig, wenn es die Wartler und die Wertlitlat sind, sei ja bunt. Und ich glaube, wichtig, dass wir darüber reden. Mhm. Und wie jetzt dort eins hier vielleicht sich nicht befreien will, oder wenn es befreien würde, dann noch mal in eine sexuelle Beziehung nennen zu kommen. Und andere befreien sich vielleicht, aber oder das schwor an eine sexuelle Beziehung reinzukommen, ja. Und dort wird dann auch objektivieren. Ja, das yep. Bild von der Sexualität ist ja dann ganz verstellt, entstellt. Okay. Wenn wir all diese Sachen sein, wenn wir all diese Sachen hier, wo soll man mit so einem Gasus, mit so einem Fall angehen? Was ist es? Und die Familie selbst, aber auch und wir wohnen alle in einem Land. Was sagst du, das Land der Leges dort? Bueno, was habe ich im Land, in diesem Fall im Land, wo wir wohnen? Ihr sagt es. Woran ist der Staat verpflichtet? Ihr sagt es, entesagt ihr. Und im Alten Testament wurde die Satz eingesagt oder geboten. Und ich habe gesagt, wenn es die soll helfen, das falsch zu schauen, zu bewahren, die wäre gut. Beschützen, ja, das Beschützen. Im Land hat Gott die Regierung eingesagt. In der Regierung ist dort Ordnung holen im Land. Kitsch in Jerastischkeit. Und um Jerastischkeit zu handeln, muss man Regeln haben.
mit man gesagt zu haben, an dem man sich hält, dort Ordnung sein kann. In Paraguay, Paraguay, die viel Gesetze, große Gesetze und unia Gesetze, die sehr klar rede über das Sort Vergunnen. In der Gesetz sagt, dort ein sexueller Missbrauch, der an dem Kind getan wird, bei der Ella, oder dem, was du hand verführt, dort der Kind, das Person, was du hast, an die Victimario oder an dem, was angespart wird, an andere Menschen, dort das alles bestrafbar ist und bestraft soll werden. Mit Gefängnis oder Multa und auf die Regierung dann ganz verschiedene, wie wurde das bestraft. Es gibt diese Schleimpflicht bestraft, aber das in unserem Land ist dort ein Delikt. Und die, was am meisten angemeldet wurde, per Fiscalia, per de Codeni, tot sind diese Abusos sexuales und auch Incesto. Incesto ist, wir sehen jetzt zwei Sachen. Incesto ist, wenn sexuelle Sachen übergeführt wurden in einer Familie, im Innenblut, zwischen Papa und der Chenia, oder der Doktor, oder der Sehen mit der Mama, Zirkulus. Und die Schwester im Zirkel immediat, wenn man sie in dem Range bin, dort ist auch bestraft worden, wie es Incesto und auch por el hecho de un delito sexual. Und die waren aus dem Land, aus ganz heistet, angemalt. Dort sind nur ganz neue Datos, die auf dem Tisch gekommen sind. So, warum habe ich diese Sätze? Weil die Regierung bestraft? Nein. Die Sätze sind da, um uns zu schützen, um uns zu warnen. Aber wenn ich wieder verjährt, dann muss die Janse bestraft werden, wenn sie versteht, die Eier, die versteht Familienbeziehungen und die versteht das Bild, was Gott sich hat gedacht über Familien aus dem Land. Und wenn es ihr eingesetzt von Gott, aus der Hand Gottes, zu bestrafen, was verstehen will. Und ich glaube, und folgten sie, wie erzählt, dass sie sehr schlecht diese Anzug legen. Gott hat dort eingesetzt, um die Gesellschaft und die Familie zu regnen, zu schützen, zu warnen, damit uns dort in einem wirklich aus dem Land kann Geld kommen. Und Geld sind wie, Geld und wie, wann wir dort von der See sein, ja? Das ist was schlecht. Aus dem See, sozusagen, aus dem Schutz für uns, aus dem See, dort geht es noch mal bei der Gesellschaft vorbei. Also Geld ist so denkt. Und ich würde mich entscheiden, würde ich die Konsequenzen, er hat gesagt, würde ich für Strafe kriegen, da auf der Regierung kommt klare Maßnahmen oder Sachen, die tun wollen. Und ich würde nicht nur denken, wie wird. Wir haben ja sehr viele Minister wohnen auch in Kolonien. Ich denke auch, da sind auch viele Regeln und Sachen, die respektiert worden müssen und das ist auch zum Beispiel zum Beschützen und auch damit es uns Geld gibt. Aber wenn so etwas steht in so einem Anbieter zum Beispiel ein Pferd kommt, dass das endlich eine Destruktion von Bänen kommt, wo da Bänen, wo man schützen will, anfängt und in Ockrit kommen kann. Ja. Also das kann in irgendeiner Sozialität, in irgendeiner Gesellschaft kann das passieren. Und das ist mit sich, das ist eben aus einer Schrift in der Gesellschaft, aus einer Plage in der Gesellschaft, aus einer Mancha über eine Familie, über eine Gesellschaft. Und die wörtlich endlich steht die Gesellschaft ab Vertrauen, in der Beziehung bewirkt das Gender. Und das dann bloß unsere Deutung erschüttert und sagt, dass es nicht passiert, damit halt wie nicht an die Gesellschaft in die Männer rennen wird, sondern wie Wir schreiben. Wir schätzen, dass dieser Mensch da bis bleiben soll. Und wir hoffen, dass was machen können. So, das ist eine Sache, wie wenn man vielleicht auf legale Orte damit angeht. Und so, du sagst, da zum Beispiel, wie handelt mich das Reich zu sein, wenn die Person Vergebung fragt, das einfach zu sein, ist alles vorbei in Gott. So, wie handelt mich Fuß immer das Reich zu sein, mir ist alles okay. Ja. Sondern, wie kann diese Person noch nicht frei sprechen vom Gesetz?
mit einer der Menschen verjewe, aber dort bedient noch nicht dort seine Sünde. Konsequenz. Weil das nicht Konsequenz habe, haft, ja. Dort jetzt noch viel gerade, dort ist so also eine Fehlsache. Ja. Wann du wusst mir blöde Schlone hier. Ja, er konnte den Fuß verjewe. Aber vielleicht mal er trotzdem noch krank ist vor. Und mir ist mal, das ist mal die Pflicht, das mal, da kann ich die Plätze rot oder das noch mal noch nicht abgeriemt. Ja. In so glaubt es das auch. Vielleicht kommen wir manchmal nicht von Büter kommt seine Wort. Die Schode ist, wird man hin ja lotterhaft. Aber ein ist für jeden und das andere ist dann noch nach. Die Konsequenzen muss ich drauf, ja. Ihr heilt die Victima, die dort Opfer, aber auch die Victimario sind wie auf Spanisch, die Täter, der muss auch seine Konsequenzen. Das ist cool, ja. Was würde das Ideale dann sein, zum Beispiel von einem Täter, was der tun kann, wenn der wirklich Wahl dort die Vergebung trägt von Gott, von Menschen, vom Gesetz her? Sehr gute Frage. Sehr viel schafft man mit den Victimas. Und die kommen dann noch vom Krankenhaus, die kommen da halb. Und ich bin sehr froh, dort löschen da so viele Kinder kommen, dass ich halb, wo man kann sich mitteilen, wo man kann rückbringen, was da bin, als die Trauma, die sehr schwere Verletzungen. Und ich glaube, das selber auch nicht. Die Täter, andererseits, die haben nicht, manchmal nicht diesen Trauma. Sind aber kreuzend schuldig für Gott, für den Tod. Und wo geht der Täter damit an? Ich glaube, wenn der Täter weiß, wo er hat ein Leben zwei gemacht. Und wahrscheinlich nicht bis das eine Person, auch ein Teil von der Generation, wo diese Person rückkommen kann. Dann ist es sehr wichtig, dass der Täter macht, wirklich Buße tun. Wie es der Haft ein Bild Gottes zwei gemacht. Und mit Gott, das Gott auch sagt, dass ihm wird, der Abus Alor ist, dieser Täter, der nimmt Gott nicht leicht. Der hat Gott ganz besonders erwähnt, was er braucht, was er ist, dass er nicht behandelt wurde oder mit angewohnt wurde. Wenn der destruiert die Gesellschaft, der destruiert die Menschen, die Ebenbilder Gottes. Ich glaube, das Hoffnung, das Vergebung. Und ich glaube, auf dem weiß ich, weil wir die Botschaft mitbringen, ja? Nicht kondenieren, weil es sind Konsequenzen. Und ich glaube, aber dort auf der Täter braucht Bock den Marsch von Heilung. Der braucht, auf Spanisch sagen, dann Restauration, ja. Wiederauftau. Und dort passt, wird seine Wand in der Stadt, dort wird jeweils seine, der weibliche Restauration, oder wenn es dort der Option jeweils seine, ja. Ja. Aber ich glaube, endlich. Wann ein Täter wirklich Buße tät und wirklich sagt, das ist schlecht, was ich tun hat, und ein so nicht wieder, soll der sich vielleicht auch stahle, dem Staat. Oder du meinst, den wird dann vielleicht nur der Polizei und sagt, er kann dort den Dieter begonnen. Ja. Und wenn du das Gesetz dann sagst, oder wenn du das tät, dich dann auch nicht ab. Seine Hand, sondern ein Stottkollen entscheiden. Der Stottkollen entscheiden. Das würde im Idealfall sein. Ja. Ich kann mich dort gar nicht feststellen, weil es so was übt. Ja. Mir ist es erst so, dass man findet eine Victima und dann geht man gar zum Prozess und dann nachher, naja, und der Täter, wo ich das nicht so habe, aber dort nicht teilgebe, so ran dort mir ist es, ja. Ich habe eine Frage. Ich denke mir so, dass wenn ich gerade hier Atelier Victimas oder Opfer. Was kann ein Opfer tun? Was sind die ersten Schritte? Am Hauptfinger, am Sechsten? Ja, wenn man sagt, das ist ein junger Mann, und man sagt, das ist vielleicht ein 11, 12, 13, 14 Jahre schon, was kann der tun? Was ist ein Junge? Wenn ein Junge, was ihr missbraucht, oder ein Mensch, was ihr missbraucht, sexuell, was sind die ersten Schritte? Oder was sind die anderen tun? Wenn es trotzdem Fragen der Welt kommt, was die anderen beantworten. Ich glaube, irgendeine Familie, irgendeine Situation, dass das an so etwas rückkommen wird, was ich sehr verloren fühle, sehr hilflos fühle. Und ich glaube, dass ihr Stolz und dann kann es kriegt. Irgendwem seht ihr, wo vertrüht ist, und das halb seht ihr. Im Kunst im Jahr in der Stadt, der Alt hat das belebt. Und vielleicht sind die Eltern dort, aber vielleicht sind die Eltern auch überfordert mit dem Ganzen.
in der Brücke, die auch noch mal halten, die auch noch mal wohin kommen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, wir sind ja, wenn wir auf eine christliche Gemeinde hier, dann sind ja wir auch für einander dort da, um uns aneinander zu halten. Ja. Mhm. Und dann zu weiter, wo wir mehr halbseger sind, in dort auch finden. Ja. Ich glaube, das wird die erste Sache sein. Ja. Und die, die dort hier, es ist sehr wichtig, wo sie damit angehen. Es ist schreitig für viele in gröben Skandal machen, in gröben Unwiedervertalen, in sich zu sortieren und dort nicht mehr, ja, dort halt dort noch. Er kann verstehen, wo man sich selber verfehlen kann mit seinen Informationen. Aber dann, in dem Moment, braucht der Mensch, der dort vertalen wird, erstmal Kontention, sagen wir auf Spanisch, dann braucht der erstmal Geduld und Teuerheit worden. Getreust worden. Vielleicht auch bestätigt wurde, dass es nicht deine Schuld, wenn man diese Autorität hat. Wo du mit mir wählst, habe ich andere Halbseke. Ich weiß nicht wieder mit dir, aber vielleicht habe ich mit anderen Menschen reden und den Gender zu halten. Ja. Ich glaube einfach, diese Tranquilität zu behalten und sagen, okay, ich wollte mit dir mitgehen. Ne? Dort wird eine gute Reaktion sein. Ist dann Basso, ja? Ist der Schritt können sein? Ja, das kann heilend sein für die Person. Also das nicht. Das wird auch das Wort nicht, verfiert sich nicht so schrecklich, adaptiert sich nicht so furchtbar. In gewissen Fällen, dass du sagst, dieser Schritt ist erstmal mit Vertrauenspersonen verteilen in der Familie und mit der Oma, das Onkel und Tante. In gewissen Fällen, wenn er dann in der Wüste ist, vielleicht von Mieren, wenn es ein Doktor vor und man nur sagen Leute, was ist passiert und ob in Schwangerschaften und so wieder. Ich habe immer auch überreden und immer klummer gehabt von Fremden, also wenn es Krankheiten wird, dann kann ich nicht dort führen. Aber anders muss er behandelt worden. Ja. Ja, professionell würde dann der nächste Schritt sein, wo man kommt. Ja, ich denke, okay, was sehr wichtig ist, für was man noch praktisch tun kann, um diese Person ernst zu nehmen, ist einfach Schutz geben. Wenn diese Person, die verteilt hat, der wird vielleicht in der Familie missbraucht oder so, dort der nicht mehr braucht, diesen Täter sein. Für eine Zeit lang. Für eine Zeit lang, dort ein Abstand ist, dass diese Person nicht immer variieren, eher von diesem Victim Mario kennt. Und einfach Sicherheit kriegt. Dann weit ich war hier ernst genommen in den Menschen, wo er für mich da sein. Ja. Ja, was ihr Stock seht, uns nicht so sehr abreden, wenn wir so was hier. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wirklich zu hier, vertrauen, vermitteln, dem anderen, den Victima, den Opfer, den Eva. Aber auch bei kleinen Dingen. Ich glaube, bei jedem wirklich, dort auch zu glauben. Das ist. Ich glaube, meist nicht, dass irgendwer sich so etwas ausdenken zu manipulieren oder zu etwas handschreien. Ja. Besonders nicht kleine Kinder, wenn die irgendwas vertalen, was sie nicht mal selbst verstehen vielleicht, oder was sehr komisch ist, oder die Spiele, das sehen wir im ersten Podcast auch, wenn die sexuelle Spiels haben, was eigentlich nicht nur eher im Aller postet, dort wie diese Sachen wirklich wahrnehmen und auch ernst nehmen und dort glauben. Dass die, was mit uns darüber reden, dass ich weiß dann, dass diesen Mensch kann ich, der wird nicht glauben, wenn ich dem was vertraut habe. Ja. Und man kann auch Fragen stellen, was meinst du mit dir oder mit Jan, wenn man sich nicht sicher ist. Ja. Nicht versichern, an den Müll wir zu stecken, wo ich sind, aber wieder zu forschen und so weiter. Ich möchte auch dazu sagen, auch dass wir das Kind wahrnehmen, dass sie beide sehen. Und dann ist das Kind beschuldigt. Nein, du hast doch gesagt. Nein, das Ding ist schuld. Ein Kind, bei Kindern sind ja schlupfen die Hormone. Kindern haben nicht eine sexuelle Triebe, verlangen, dass es noch her ist, wo Gott hat eingesagt hat. Ja. So, Kinder sind Kinder. In dem Art, wie es Kinder sind, wird sie bei dem Allerkommen, wo dann die Hormone abwatschen. Und manchmal geht man dann vielleicht, nein, du hast das gewollt, gesagt, aber ich glaube, die lieben mit anderen. Tinja sind Tinja. Und selbst mag ich dir singen und auch annehmen. Was kann man denn an
sexuellen Missbrauch fehlte bei ihr. Bei 10 Jahren vielleicht, das Bandit noch nicht passiert ist. Und habe ich nur all Döne, damit es nicht wirklich passiert. Was ein sehr großer Teil dazu beiträgt, ist Vertrauen abbilden. So, dass du eine Basis von Vertrauen hast. Und wenn du eine Basis von Vertrauen hast mit deinen Kindern, mit deiner Familie, dann bedeutet auch, dass du kannst reden über Sachen, die da passieren. Zum Beispiel, sie haben Nomes für alle Charpa-Deine. Jeff Nomes für ihren Charpa, sie können über ihren Charpa reden. Das ist nicht, dass das irgendwo zum Beispiel nichts ist und du weißt nicht mehr, wo du das so nahe, was da passiert ist, sondern sie weiter das nahe, sie weiter, wo ihre Genitale seite. Und, ja, und wer betet als die Eltern, die dort beibringen, ja? Correct. Das ist, wenn eine christliche Schule dort auch gilt, aber wenn die Eltern dort lernen, da soll die Vertrauen sein, dass das Sachen, dass das passieren kann, ja? Ja, dass die Kinder, die sind die Nierschädigung, die wollen auch weiter, was das ist. Weil auch weiter, was macht wie unerschwinglich aus mehr von einem Jungen, was macht man es verschieden, und dort kann man auch nutzen, das sind Nierschädigung, und nicht, dass er nicht hier beschämt, sondern man kann das nicht hier nutzen und erklären, okay, das ist ein Mann und das ist eine Frau und Gott hat dazu geschaffen und man sagt eine Weise über eine gesunde Aufklärung oder eine gesunde Ebene, wo die Kinder lernen, ihre Charpa-Deute zu nennen und auch lernen, die zu schützen. Mama sagt dann zum Beispiel, das sind das ist dort, was Gott dir geschenkt hat. Du brauchst dich eine Antwort. Grenzen zu setzen. Ja. Okay. Ich denke an zwei Sachen, wo man lernt, wo man den Scham dann optieren hat, und das im Ganzen. Eins ist, wenn wir den Kindern sagen, darüber redet man nicht. Mhm. Ja. So mit unserem Ton, und wenn wir die Sache sagen, darüber reden wir nicht, damit beschämen wir auch alle. Ja. Und das andere ist, nur nicht darüber zu reden. Ja, dort bin ich, da ist ein Thema. Das ist, wir haben alle in unserem Charpal, das wird auch in unserer Familie, wird nicht mehr über ihr reden. Das ist, dort wird ganz sehr Scham fallen. So. Vielleicht viele Eltern hier, man die Tiere dann auch dort hat, sehr viel essen, sie wollten nicht, sie wurden niemals abgeklärt und böse, dass sie dort nicht dürfen. Ja. Ich glaube, das lohnt sich halt zu sehen in dem Ganzen. Damit man selbst auch weit willkommen wie eine Chinese, das muss uns helfen und abkehren. Und die Chinese lernen, dass diese Nummer, die wir am Anfang Nummer 1 wiedergeben, durch Handschriebe und das Jeff Material, das man wieder schalten kann, oder Menschen, vielleicht sind sie in Paraguay, wo anders die Chinese nur andere Menschen gehen und fragen, was das Material ist, das willkommen wieder mehr davon lernen und wie selbst bitte helfen. Dankeschön für Tauerchen. Wir hoffen, dass unsere Programme irgendwie jüngtal beziehen. Wenn Sie Kommentare oder Fragen haben oder auch Teilmarsch verschlungen wollen, schauen Sie uns über WhatsApp bei uns melden. Die Nummer ist +595 975 333 777. Bis nächstes Mal.